passiert. Wie hättest du es sonst zum Champion geschafft? Du bist auf dem besten Weg, zur absoluten Legende zu werden. Wenn du noch ein paar Kämpfe durchhältst, bist du der Gott der Arena. Wow, der Champion. Was für eine Ehre. Im letzten Kampf hättest du beinahe verloren, was? Das liegt sicher am Alter. Gegen diese jungen, starken Kerle kommt man irgendwann nicht mehr an. Mein Sohn ist ein absoluter Fan von dir. Aber frag mich bloß nicht, warum. Du bist auf dem besten Weg, zur absoluten Legende zu werden. Wenn du noch ein paar Kämpfe durchhältst, bist du der Gott der Arena. Kannst du mir ein Autogramm geben? Kannst du mir ein Autogramm geben? Du bist auf dem besten Weg, zur absoluten Legende zu werden. Wenn du noch ein paar Kämpfe durchhältst, bist du der Gott der Arena. Kannst du mir ein Autogramm geben? So ein Arena-Champion ist heutzutage nichts Besonderes mehr. Der erste Champion, der war damals ein echtes Idol. Aber in letzter Zeit wechseln sie ständig. Kaum fängt man an, sie zu verehren, schon fressen sie Staub und sind weg vom Fenster. Ich freue mich schon auf deinen nächsten Kampf. Ich hätte nicht gedacht, dass du es zum Champion schaffst. Ich habe dich für zu schwach gehalten. Wenn das nicht unser Champion ist,
Wenn du kämpfen willst, muss ich dich auf eines hinweisen. Auf den Champion wartet eine andere Belohnung. Statt vom Verlierer bekommst du etwas aus meinem Fundus. Das Zeug hat auch seinen Wert, aber es lässt sich nicht mit dem vergleichen, was die Kämpfer zu bieten haben. Wir haben das so geregelt, weil keiner gern seine Ausrüstung im Kampf gegen einen übermächtigen Champion einsetzt. Aus deinem Fundus? Das muss dann aber schon was ganz Besonderes sein. Ich glaube kaum, dass du was hast, das mich interessieren könnte. Du willst mich wohl beleidigen? Natürlich kann ich keine Reichtümer in den Fundus packen. So hoch ist das Eintrittsgeld auch wieder nicht. Also gut, ich kämpfe.